non più a me. Tu e le tre pelli per due signore. Consegni a tuo sottore, io le so fa, le so fa, 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 fa. Onore la. Bei der letzten Nacht der Proms erregte er Aufsehen, weil er Rule Britannia auf Walisisch gesungen hat. Ein Journalist hat behauptet, ich sei ein Fußballrabauke. Das ist mir egal, es hat Spaß gemacht. Er hat eine ganz eigene Stimme, sehr begabt. Diese Art Begabung gibt es nicht so oft. Vielleicht zwei, drei, vier Mal. Er war auf der Titelseite der New York Times. Was will man mehr? Luciano hat gesagt, freue dich über jeden Pressebericht, den du in New York bekommst. Das gibt es nur einmal. The things I used to like, I don't like anymore. I want a lot of other things I've never had before. Ich verstehe es selbst nicht ganz, dass ich in 6 Jahren diese Karriere geschafft habe, nicht zu fassen. As a willow in a windstorm, I'm as jumpy as a puppet on a string. I'd say that I had spring fever, but it isn't even spring. I keep wishing I were somewhere else, walking down a strange new street. When I do have Wenn ich ein paar Wochen frei habe, komme ich nach Nordwales zurück. Hier lebt meine Familie, hier sind meine Freunde. In dieser vertrauten Umgebung bin ich aufgewachsen. Ist das nicht eine wunderbare Landschaft? Und die frische Luft. Morgen Abend habe ich ein Konzert in Llangollen. Eigentlich sollte ich diese Woche in Salzburg sein. Aber als ich aus New York kam, hatte ich Kehlkopfentzündung. Deshalb habe ich ein paar Verpflichtungen abgesagt. Ich bin immer noch nicht ganz in Ordnung, aber es wird schon gehen. Mein Vater und meine Mutter haben hier schon gelebt. Und sein Onkel. Der Hof ist schon lange in der Familie. Wir sind nach der Heirat hierher gezogen, ja, 1962. Und wir sind immer noch hier. Mein Vater singt, meine Mutter singt, meine Großeltern singen. Hier in Wales gibt es die Tradition des Eisteddfod. Und da bin ich jeden Sonnabendnachmittag mit meinen Eltern hingegangen. Wenn man einen Wettbewerb gewann, bekam man einen Pokal, ein Band oder 2,50 £. Ich habe gerne mitgemacht, weil ich mir davon Turnschuhe und einen Fußball leisten konnte. Er hat sich von Kind an gerne produziert. Er hat angefangen, beim lokalen Eisteddfod Pokale und Medaillen zu gewinnen. Und daraus ergab sich alles Weitere. Er hat beim nationalen Eisteddfod mitgemacht und das blaue Band gewonnen. Yes. Können Sie uns etwas über Care Dance und Penicillin sagen? Ganz gut für den ersten Versuch. Ich habe auch geübt. Mit Care Dance bin ich groß geworden.
Es bedeutet Sologesang mit Harfenbegleitung. Die Harfenmelodie ist vorgegeben. Dann muss man jemanden finden, der ein Gedicht schreibt, das zu dieser Melodie passt. Das hat große Tradition in Wales. Man lernt dabei Diktion und wird gezwungen, darüber nachzudenken, wie man dem Publikum ein Gedicht vermittelt. Wer hat Ihnen das beigebracht? Das war ein Mann namens Selleth. Mr. Jones hat mich schon in der Kindheit mit dieser Tradition vertraut gemacht. Ich bin ihm sehr dankbar, denn er hat mir viel beigebracht. Man kann das auch auf eine andere Melodie singen. Harfe und Klavier spielen die eine Melodie und der Sänger singt etwas anderes, zum Beispiel so. Ich muss schmunzeln, wenn ich daran denke. Alles wurde mir so einfach beigebracht, dass ich es ganz leicht verstehen und aufnehmen konnte. Wir haben hier in diesem Raum gesungen, mit diesem Klavier. Seine Mutter brachte ihn her und wollte genau wissen, was ich ihm beibrachte. Ich bin sicher, dass Nesta zu Hause dafür sorgte, dass sich Bryn an alles erinnerte, was wir besprochen hatten. Bryn hatte großes Glück mit seiner Mutter. Stelcian enid wrth bont y tŵr, yn llyn bach diog wrth bont y tŵr. I've just recorded a disc called The Vagabond. Ich habe gerade eine Platte mit englischen Liedern aufgenommen. Sie heißt Der Vagabund. Die Technik des Kerdanz und des Volksliedes aus meiner Jugend benutze ich auch heute noch. Für mich sind die Vagabundenlieder wie die englische Sprache. Eine Sprache, mit der ich mich auseinandersetzen muss, als ob sie mir völlig fremd sei. Man muss jedes einzelne Wort und seine Färbung erarbeiten, um die Liedertexte verständlich zu machen. Daran hat sich nichts geändert. Am wichtigsten ist die Diktion. I think it's diction. And this shall be for music when no one else is near. The fine song for singing, the rare song to hear that only I remember, that only you. The broad road that stretches. Broad road? Broad road. Yeah. It's difficult one. Das ist schwierig für mich. The broad road. Ich komme aus Wales. Broad road. Yes. Broad road. Jetzt klingt es ganz englisch. And the broad road. Perhaps I roll now. Broad, yeah. Es ist gut, wenn man die Zeile vorbereitet. Ich verzögere das F ein bisschen. You or me? I'll wait for you. Yeah, just so that it gets a little... That only I remember, that only you admire. Hätte ich nur ordentlich Klavier spielen gelernt, das wäre toll. Eine sehr gute Akustik hier. Hoffentlich bleibt es so.
Das Lied ist viel konzentrierter. Deshalb muss man kleine Opern in 2 oder 3 Minuten entstehen lassen. Da ist Bryn am besten, im Liedergesang. Er hat eine erstaunliche Einbildungskraft und kann in jedem Lied eine ganz neue Welt lebendig werden lassen. Ich möchte ein Waliser-Lied singen, das den Titel Kleines Waliser-Heim trägt. Es ist in Englisch. Ich kann es übersetzen, wenn Sie wollen. Of my home, of the mountains where in childhood I would roam. I have dwelt neath southern skies where the summer never dies, but my heart is in the mountains of. Es gibt eine kleine Gemeinde in Panthlash mit einer kleinen Kirche, 12 oder 13 Häusern und einem Laden. Einmal geblinzelt und man ist schon vorbei. Die Gehöfte liegen hier so verstreut, dass sich die jungen Leute nur sonntagmorgens trafen und da gab es immer Musik. Das Sprichwort sagt, ein Waliser wird nicht mit einem silbernen Löffel im Mund geboren, aber mit Musik im Herzen. Man fragt mich, weshalb kommen so viele Sänger aus Wales? Ich glaube, das hat etwas mit der Sprache zu tun. Wir werden zweisprachig erzogen, aber ich betrachte Walisisch als meine Muttersprache. Es ist eine sehr offene Sprache. Sie hat 7 Vokale, die alle Vokale aller Sprachen einschließen. Dem Russischen ähnlich, dem Deutschen, dem Italienischen. Es gibt sicher auch heute noch Menschen in meinem Dorf, die mit der englischen Sprache Schwierigkeiten haben. Sie sprechen nur Walisisch. Zumindest habe ich die Gewissheit, dass ich damit überleben kann. Ab und zu helfe ich natürlich. Hin und wieder. Er ist ein guter Junge. Bryn und seine Frau Leslie sind in die gleiche Schulklasse gegangen. Bryn kam oft und sagte, ich habe keine Zeit für die Hausaufgaben gehabt, weil ich auf dem Hof helfen musste. Aber ich habe diesen Aufsatz geschrieben. Ich meine, Leslie hat ihn für mich geschrieben. Ich glaube, sie hat ihn in der letzten Zeit in seiner Karriere sehr unterstützt. Nach der Oberschule haben sie geheiratet. Ihr Sohn Thomas wird auch walisisch erzogen. I have dwelt neath southern skies where the summer never dies, but my heart is in the mountains of my home. Er soll lieber beim Singen bleiben. Yes! Hound dog! Cracking all the time. You ain't nothing but a hound dog. Cracking all the time. You ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine. Do do do. I'd have loved to be one of those. So was hätte ich auch gerne gesungen. Oh, the one with the low voice, you know. Oh. Komisch, wenn man zum ASTEF fortkommt und nicht am Wettbewerb teilnimmt. Das habe ich nämlich gemacht. Ich war ungefähr 17, als ich mich als Bariton gemeldet habe. Eigentlich ein bisschen zu jung, aber es hat Spaß gemacht. Ich glaube, ich wurde Zweiter. Hier muss irgendwo das Künstlerzimmer sein.
Ich hatte Kehlkopfentzündung und bin immer noch nicht ganz gesund. Was soll man machen? Manchmal muss man so etwas durchstehen. Ich bin zu Hause und kann 4.500 Menschen nicht im Stich lassen. Ein wunderbares Gefühl. Ich weiß, dass ein Großteil des Publikums nur meinetwegen kommt. Es ist einfach schön, zu Hause aufzutreten. Meine Flöte geht nicht. Wollen Sie auf diesem Ding flöten oder? Mal sehen. Normalerweise habe ich eine Pferdenatur. Eigentlich sollte ich nicht singen. Aber manchmal regelt das der Körper selbst. Und wenn man dann auftritt, ist alles in Ordnung. Aber man muss trotzdem vorsichtig sein. Alle diese Geister über mir. Man fühlt ihre gute Ausstrahlung. Die Waliser kümmern sich um ihre Sänger. Als ich Sir Geraint Evans kennenlernte, sagte er mir als erstes, kauf dir einen neuen Anzug, Boyo. Offensichtlich war meiner zu eng. Das war alles, was er mir zu sagen hatte. Ich will etwas über das Singen wissen und er rät mir, einen neuen Anzug zu kaufen. Daraus kann man nur lernen. Sir Geraint hat immer wieder gesagt, komm her und sing den Figaro. Das ist eine große Rolle für dich. Der Figaro hat Törfel weltweit bekannt gemacht. Zu Beginn der Oper begreift Figaro, dass der Graf ihn als Kurier nach London schicken will, während er der Braut ein Schlafzimmer gibt, das gleich neben seinem liegt. Segreta ambasciatrice, non sarà Figaro il dice. Se vuol ballare, signor Contino, se vuol ballare, signor Contino, il chitarrino le suonerò. Il chitarrino le suonerò, sì, le suonerò, sì, le suonerò. Sein Italienisch klingt, als ob er in Pesaro, Rom oder Mailand geboren sei. Perfekt. Nicht, wenn er spricht, aber wenn er singt. Und ich weiß von anderen, dass das bei Französisch und Deutsch genauso ist. Sehr begabt. Wenn man auf der Bühne steht, geht manchmal was schief. Die Nerven machen nicht mit, die Spannung ist zu groß. Aber bei Mozart kann man entspannen. Als junge Stimme merkt man den Druck nicht so. Das kommt immer an. Damit macht man Punkte. Wann ist Ihnen die Idee gekommen, Sänger zu werden? Ich wollte auf keinen Fall Bauer werden. Ich weiß, wie hart mein Vater arbeitet.
Deshalb habe ich mich mit meinem Musiklehrer unterhalten und der hat gesagt, warum fährst du nicht nach London und singst beim Konservatorium vor? Wir hatten keine Reiseerfahrung und waren noch nie in London gewesen. London ist riesig, verglichen mit unserem kleinen Dorf Panflash. In Euston Station angekommen, wollten wir die Untergrundbahn nehmen. Wir gingen bis zum Eingang. Dann haben wir uns gesagt, da kann man nicht reingehen. Wir finden uns nicht zurecht. Was machen wir bloß? Jemand riet uns, nehmen Sie doch eins von den schwarzen Taxis dort drüben. Sie brauchen nur zu sagen, wo Sie hinwollen. Ich bin also zur Guildhall gekommen und musste zum ersten Mal in meinem Leben vor Lehrern singen. Ich weiß noch, wie mir Kollegen von diesem Jungen erzählten, der eine erstaunlich reife Stimme für sein Alter hatte. Amazingly mature instrument for his age and a very touching presence. Und eine sehr anrührende Präsenz. Warm, sehr warmherzig. Uninhibited, unbekümmert gefühlvoll beim Singen. Das fanden alle ganz unwiderstehlich. It was without any doubt. Ohne Frage war er das größte Gesangstalent, das wir seit langer Zeit auf unserer Schule hatten. An der Guildhall habe ich alles gemacht. Stepptanz, Fechten, Französisch, Italienisch, Deutsch, Gesang, Schauspiel. Hier habe ich viel Zeit verbracht, obwohl ich auch oft in der Bibliothek war. Es gibt hier eine gute Schallplattensammlung. In der Bibliothek habe ich mein Wissen erweitert, Opernaufnahmen gehört, Platten von Sängern. Ein 85-jähriger Gesangslehrer, Arthur Reckless, hat sich sehr um mich gekümmert. Er ließ mich viele englische Lieder lernen, aber ich wollte doch so gerne Opernarien singen. Arthur, lass mich eine Opernarie singen. Nein, nein, du singst jetzt das hier. Sieh mal, ich habe den Messias mitgebracht. Wo ist er denn? Mit Rudolf Pierney begann ein neues Kapitel. Er ist heute noch mein Gesangslehrer. Bei ihm ging die Arbeit erst richtig los. Die Stimme hatte ein erstaunliches Chiaroscuro, eine Mischung aus hell und dunkel. Und wie bei begabten Stimmen so häufig mit kräftigem Ton und dunkler Färbung. Jedes Mal versuche ich, dass du das hier laut singst. Das Kinn nicht so vorstrecken. Sonst klingt die Stimme unsauber und tief. Das sitzt hier. Du wirst es merken, wenn du singst. Damit wirst du das Gejaule los. Aber Vorsicht, damit das Gefühl für Lautstärken unterhalb des Forte nicht verloren geht. Ich habe das schon ein paar Mal gesagt. Du solltest mehr in mittlerer Lautstärke singen. Nicht mezza voce, nicht so viel fortissimo, sondern mezzo forte. Und nicht so viel Schwärze. Wenn er der Meinung ist, ich hätte schlecht gesungen, dann sagt er das auch. Man braucht ehrliche Menschen. Man wird zu sehr mit Superlativen überhäuft. Wunderbar, fabelhaft. Das will ich nicht hören. Ich muss wissen, wenn ich etwas falsch gemacht habe. Die Adrenalinspritze hilft bis zu einem gewissen Punkt, aber trotzdem wird man nervös. Ich bilde mir ein, dass ich meine Nerven unter Kontrolle habe. Ich will nicht, dass meine Vorstellung darunter leidet. Der Vogelfänger bin ich ja, Jesus. Heiß auf Sascha, ich Vogelfänger bin bekannt, bei alt und jung im ganzen Land. Weiß mit dem Lockern umzugehen und mich aus Pfeifen zu verstehen. Drum kann ich froh und lustig sein, denn alle Vögel sind ja mein. Stets lustig heiß
sassa, hopp, sassa. Ich Vogelfänger bin bekannt bei alt und jung im ganzen Land. Ein Netz für Mädchen möchte ich, ich fing sie gut und weiß für mich. Dann spürte sie mich bei mir heim und alle Mädchen sind ja mein. Alle Mädchen wären mein, so tauscht ich nach Zucker ein. Die, welche mir am liebsten wär, der gäb ich gleich den Zucker her. Und küsste sie mich zärtlich an, wär sie mein Weib und ich ihr Mann. Sie schlief an meiner Seite ein, ich wiegte wie ein Kind sie ein. Es wird nicht einfacher. Zweite Halbzeit. Also noch mal ran. Ich bin kaputt, richtig kaputt. Hätte keine Note mehr singen können. Die erste Hälfte war in Ordnung, aber in der zweiten hat sich die Kehlkopfentzündung bemerkbar gemacht. Jetzt brauche ich ein paar Tage Ruhe. Ein bisschen Honig. Ich kann nichts machen, solange ich diesen Kloß in der Kehle habe. Man kann ihn ja nicht einfach herausnehmen. Das wäre schön. Man macht hier auf, drückt und fährt mit der Zahnbürste durch. Naja, das Konzert ist geschafft. Ich hätte es im Leben nicht absagen können. Hallo, hiya. It's my grandmother. How old are you, nine? 90 Euro, just 90 test. Morgen früh fliege ich direkt nach Salzburg. Um 15 Uhr habe ich eine Probe. Wir haben 7 Aufführungen von Don Giovanni und ich singe den Leporello. Das
the most important festival. Für mich ist Salzburg das wichtigste Festspiel auf der Welt. It's like these days having a record. Es bedeutet genauso viel wie die Unterstützung einer Schallplattenfirma. Der Auftritt in Salzburg kann über die ganze Karriere entscheiden. I want to ride my bicycle, to ride it in Salzburg. This is where Mozart came from. Hier wurde Mozart geboren. Die Inszenierung ist aufregend. Sie stammt von Patrice Chéreau. Gérard Mortier, der künstlerische Leiter der Festspiele, hat mir eine Bombenrolle gegeben. Er passt genau auf die Rolle. Wir brauchen große Sänger, die nicht nur singen können, sondern auch die Phrasierung Mozarts verstehen. Bryn hat eine sehr ausdrucksvolle Stimme. Wenn man ihn für Mozart engagiert, muss die ganze Besetzung schauspielerisches Talent haben. Ich komme ungefähr eine Stunde früher und ziehe mein Kostüm an. Der Maskenbildner ist immer auf die Minute pünktlich. Guten Tag. Wie geht's? Gut. 5 Minuten. Jetzt sehe ich Meatloaf noch ähnlicher. Like a bat out of hell, I'll be gone till the morning comes. The first part I did in Don Giovanni was Masetto. Meine erste Rolle in Don Giovanni war der Masetto, die bessere Hälfte der Zerlina. Who is the better half of Zerlina? I did it in Covent Garden. Das war an Covent Garden. Ich habe mir gedacht, ich nehme eine kleinere Rolle, damit ich die anderen bei der Arbeit beobachten kann. Just that I could hear people work. And I had a great Don Giovanni then. Wir hatten mit Thomas Allen einen hervorragenden Don Giovanni und Claudio Desteri war der Leporello. Man lernt eine Menge über ein Stück, wenn man andere bei der Arbeit beobachtet. Andere Regisseure, andere Dirigenten. Wenn man eine kleine Rolle hat, hört man die Oper so oft, dass man alle anderen Rollen auch gleich mitlernt. Als Masetto spielt Törfel wieder einen Mann, dessen Frau von einem Adeligen verführt wird. Ich habe 6 Wochen geprobt und beobachtet, wie Tom Allen den Don Giovanni anlegt. Es ist mir deshalb sehr leicht gefallen, als ich dran war mit der Rolle des Leporello. Ich habe sie sehr schnell gelernt und jetzt studiere ich den Don Giovanni ein für eine Schallplattenaufnahme mit Sir Georg Scholti. Das ist schwieriger, weil Leporello und Don Giovanni so viele gemeinsame Auftritte haben. Der Text ist kein Problem. In Salzburg ist mein Herr ein Mann namens Ferruccio Fulanetto. Er war eine große Hilfe, weil er meine Rolle, den Leporello, auch schon so oft gesungen hatte. Von den Kollegen kann man eine Menge lernen. Es ist sehr interessant, die unterschiedlichsten Sänger zu hören. Es gibt einen Bass, der bewegt sich ganz unten auf dem Klavier. Nebenan singt ein Tenor. Das ist ein Sopran, Caterina Malfitano. Sie singt die Rolle der Donna Elvira.
Wir, die tieferen Stimmen, haben es ein bisschen einfacher. Ich hatte ja diese Kehlkopfentzündung in Llangollen, die jetzt wohl überstanden ist. Deshalb habe ich natürlich nicht voll ausgesungen. Und aufwärmen brauche ich mich auch nicht. Noch ungefähr 20 Minuten. Der Abenddienst ruft uns dann auf die Bühne. Das sind die aufregendsten Minuten. Leporello hat eine ganz berühmte Arie, die Registerarie, in der alle Eroberungen des Don Giovanni aufgezählt werden. Als sein Diener habe ich darüber Buch geführt, und darum geht es in dieser Arie. Leporello berichtet Donna Elvira, die auch zu den Eroberungen des Don Giovanni gehört, von all diesen Frauen. Die Registerarie beginnt mit einer gewaltigen Ohrfeige, die mir Donna Elvira verpasst. Unsere Donna Elvira ist Caterina Malfitano. Die hält sich nicht zurück, sondern knallt mir richtig eine. Ich behandle sie wirklich gemein. Sage ihr, dass sie weder die erste und ganz bestimmt auch nicht die letzte seiner Frauen ist. Um die Arie so wie er zu singen, braucht man einen gewaltigen Stimmumfang, weil es eine lange Arie ist. Man braucht ein gutes Sprachgefühl und eine deutliche Aussprache. Nachdem er diese Technik hat, kann man die Frauen bildlich vor sich sehen, die Don Giovanni verführt hat. War der Leporello in Salzburg Ihrer Karriere förderlich? Ohne Frage. Man singt eine so wichtige Rolle in einer lange erwarteten Inszenierung. Darüber hat man schon 2 Jahre vorher geredet. Das war wie ein echtes Crescendo. Jeder sagte, nächstes Jahr kommt der Don Giovanni. Don Giovanni ist ein Edelmann. Wie fühlt man sich, wenn man plötzlich die Rollen wechselt und nicht mehr derjenige ist, der das Publikum verzaubert und anrührt?
Charisma, I think is the word. Man muss Charisma haben, glaube ich. Etwas, das die Männer in Schrecken versetzt und die Frauen schwach macht. Ich möchte den Rest des Takes bis zu La Cidare in la Mano machen. Das ist besonders schwierig für mich. Okay. Es ist nämlich der erste Moment, in dem Don Giovanni seine Verführungskünste spielen lässt. Du musst eine Aussage machen. Einen Ton finden, der Zerlina beeindruckt. Etwas, das man mit einem gut sitzenden Anzug vergleichen könnte. Ganz vorsichtig, du willst dir ja keine Angst machen. Andererseits willst du sie natürlich auch mit deiner Bravour und deiner Großspurigkeit beeindrucken. Un'impostura della gente plebea, la nobiltà ha dipinto negli occhi l'onestà. Die erste Zeile so, wie du sie gesungen hast, dann ein bisschen ruhiger. Du sagst, die bürgerlichen lügen. Aber dem echten Adel sieht man die Ehrlichkeit an. Das muss er eigentlich gar nicht erwähnen. È un'impostura della gente plebea, la nobiltà ha dipinta nel volto. Zögere ein bisschen. Della gente plebea, la nobiltà. Really secure. Du bist deiner Sache sicher, spielst eine Rolle. Das Duett ist der erste Versuch, jemanden zu verführen. Das ist etwas ganz anderes. Leporello tut sowas nicht. Dann hat er noch die unglaublich schnelle und mitreißende Champagner-Arie. Sie zeugt von der Vitalität dieser Person. Verdammt, ist das schwer. Aber wunderbar. Richtig prickelnder Champagner. Eine Arie, als ob ein Korken knallt. Very good. You are a good boy. He developed now a very excellent technique. Er hat sich inzwischen eine ausgezeichnete Technik zugelegt. In der Höhe kann er mezza voce singen und in der Tiefe fortissimo. Er hat eine unendliche Vielfalt von Klangfarben. Das braucht man beim Don Giovanni, solche Brillanz. Er hat so viele verschiedene Seiten wie Jekyll und Hyde. So werde ich die Rolle anlegen. Er muss etwas haben, für das ihn das Publikum hasst. Gleichzeitig sollen die Frauen denken... Finge dal vino, calda la testa, una gran festa fa preparar. Se trovi in piazza qualche ragazza, tengo con quella cerca minar, tengo con quella cerca minar, cerca minar, cerca minar. Se trovi in piazza, buona la regia, chi il minuetto, chi la follia, chi la ne manda, fare volar, chi il minuetto, fare volar, chi la follia, fare volar, chi la ne manda, fare volar. Ed io frattanto dall'altro canto, con questa quella vomareggiar, vomareggiar, vomareggiar. Alla melista, domenatina, tu da vicina devi imitar, senza glordine l'altro stasia, chi il minuetto, chi la follia, chi la ne manda, fare volar. Alla melista, domenatina, d'una decina devi imitar, d'una decina devi imitar, d'una decina devi imitar, devi imitar, devi imitar, devi, devi aumentar. Hast du Probleme? Wären Sie lieber Tenor geworden?
Jeder Bariton möchte irgendwann in seinem Leben eine Tenorarie singen. Ich habe ein Band für Tenöre. Wenn ich alleine bin, quäle ich mich zu den hohen Tönen rauf. Bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Italien gab es Nessun Dorma auf jedem Sender und ich habe mitgesungen. Aber mit meiner Begabung bin ich auch sehr zufrieden. Er hat eine unverkennbare Stimme. Das ist für eine Schallplattenkarriere von größter Wichtigkeit. Man hört einen Ton und weiß sofort, wer der Sänger ist. Heute ist das sogenannte Crossover die große Mode. Alle Opernsänger singen populäre Lieder. Wahrscheinlich, weil sich das gut verkauft. War Ihr Rodgers und Hammerstein Album Ihr eigener Wunsch? Ja, ich nehme auf, was ich will. Was hat Sie an Rodgers und Hammerstein so gereizt? Die Songs, die Melodien und wie das Publikum darauf reagiert. Könnte man nicht sagen, eine ausgebildete Opernsängerstimme ist für Songs überqualifiziert? Schon möglich. Weil ich mir nicht sicher war, habe ich die Deutsche Grammophon gebeten, jemanden zu finden, mit dem ich an diesen Songs arbeiten könnte. Sie brachten mich mit Peter Howard zusammen, der an vielen Originalinszenierungen von Rodgers und Hammerstein mitgearbeitet hatte. Nein, Sie dürfen das R nicht rollen. Wir machen hier keine Oper. Wirklich in diesem Tempo? Ganz entspannt. Ich bin hauptsächlich hier in New York für die Veröffentlichung meiner Rodgers und Hammerstein CD. Zum ersten Mal hat mein Sohn Thomas, der gerade 2 Jahre wurde, wirklich verstanden, dass ich verreise. Er hat zum ersten Mal gesagt, ich möchte nicht, dass du weggehst, Papi. Bleib hier und spiele mit mir. Das hat mich ein bisschen traurig gemacht. Wenn ich morgen zurückfliege, nehme ich ihm ein kleines Geschenk mit. Fools give you reasons, wise men never try. Some enchanted evening, when you find your true love, when you call you across a crowded room, then fly to her side and make her your own. For all through your life you may dream on. Ob ich mit 60 noch singe? Nein. Ich möchte mein Handicap beim Golf verbessern. Fare quella, fila di manna, fare quella, fila fallia, fare quella, fila di manna, 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 fare quella